Sonntagnachmittag, allerbestes Eishockeywetter da draußen und hier drinnen natürlich auch. Hier ist nämlich schön kalt, genau das Richtige, was wir hier heute brauchen. Sechster Spieltag der Oberliga Nord-Saison 2020-2021. Herzlich willkommen hier live aus dem Eisland Farmsen. Und dann starten wir rein. Viel Spaß beim Spiel der Quarrelers Hamburg gegen die Herforder Ice Dragons. Das war es eigentlich, was du machen kannst. Wenn er besser ist als der andere, dann hat er sich halt mehr verdient zu spielen. Da kannst du nicht viel machen, außer immer das Beste geben. Und im Großen und Ganzen bin ich schon froh, dass wir stark laschen. Dominik Larscheid, der erste Schuss noch vorbei am Tor. Dann holt er sich auf der anderen Seite den Rebound und netzt ihn zu seinem dritten Saisontreffer. Ja, ich muss schon sagen, guter Start von uns. Also aggressiv drauf, ordentliche Pässe rausgespielt, Zug zum Tor. Ist der Schläger von Matthias Kovac dazwischen. Gutes Auge von Beser wieder. Domogala. Ja, stark. Stark gespielt. Stark gespielt. Ich wollte zwar alleine machen, aber zum Glück ist der Reim auch noch mit dabei. Der hat das schon gerochen. Zunächst noch gestört. Da von Lukas Gärtner, aber dann der Pass für Besuska. Domogala in der Mitte, da kommt die Scheibe auch an. Nochmal zurück auf Besuska. Und dann Martens! Und da ist das. 3-0. Jerry, hättest du das gedacht? Nein! Nein! Müssen wir ganz schnell mal gucken. War das Kalobi, der die Scheibe da über die Linie drückt? Ich glaube, das sah aus nach. War das nicht. Nee, Quatsch. Hamburger Zuschauer, vielleicht ganz interessant ist. Wir haben letzte Woche gesehen, das Ding gegen Rico Rossi hier. Woraufhin er jetzt ja doch sehr, sehr lange ausfallen wird. Oh! Da einfach mal so aus dem Handgelenk. Ich glaube, Ralf war das Rinke. Das war Ralf Rinke, meine ich auch. Ja, aus spitzem Winkel direkt an der Grundlinie abgezogen. Erwischt dann Kai an der Schulter. Oder vielmehr gesagt hinten an der Schulter. Ich glaube, das war eine, ja, oder am Arm. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, dass das hinter an der Schiene war. Wäre direkt auf die Kelle von Ralf Rinke gekommen. Bringt man mit dem Schuss und der ist drin. Brinkmann! Also ich hätte jetzt mal gesagt, das war ein hoher Stock. Ich bin mir nicht sicher, aber das sah echt schon wie ein hoher Stock aus. Ne? Also es war eine ganz komische Flugbahn, hätte ich mal gesagt. Das Ding war eigentlich höher als Lattenkreuz, also definitiv. Das kann mir jetzt keiner erzählen, dass das kein hoher Stock war. Ja, so weit ist es bestimmt dem Kapitän der Herforder. Das würde dafür sprechen, dass er ihm jetzt anzeigt, warum das Tor nicht zählt. Richtige Entscheidung, ganz klar. Also kein Tor. Ja, gut, der Trainer da drüben von Herford regt sich schon auf, aber ich sag mal so, unsere Unterzahl, muss ich sagen, das stimmt mir schon echt ganz gut. Christmann, Kovac. Da ist er wieder mit dabei. Topscorer Matthias Kovac da zur Stelle. Und so verkürzen die Ice Dragons hier in Überzahl auf 3-2. Verlagern wir uns aus Kontern und das können wir auch. Zuraflev, Larscheid, Tor! Es ist Wahnsinn, die zwei. Also das ist echt. Das ist echt Wahnsinn. Und Dominik Larscheid, zweiter Treffer am heutigen Nachmittag, insgesamt der vierte in dieser Saison. Und Zuraflev, der vierte Assist in dieser Saison, der zweite am heutigen Nachmittag. Max hinterher, Unterstützung von Tobi direkt. Hoher Stock, ganz klar, hoher Stock. Also, ja, wow. Hat er leider nicht gesehen, Tobi Bruns. Das da haben wir nicht gesehen, ne? Larscheid, Reimer, Larscheid, Sacker. Die Scheibe laufen hier wieder. Zu Raflev, ja, und da ist sie drin. Nein, das gibt's ja nicht. Pfosten oder drin? Die habe ich drin gesehen hinten. Ah, ich glaube, das war mit dem Pfosten und ist ihm dann hinten an den Rücken gesprungen. Was sagt das Kamerateam? Tor, kein Tor? Nee. Sich reingelegt in die Schüsse. Hier der Hechtsprung von Ralf noch. Besuska, Tram. Stark. Tram, Jan Tram, da ist es. Vorher noch gesagt, gute Figur die ganze Saison jetzt. Da belohnt stark. Er sich. Mit seinem ersten Saisontreffer. Logischerweise dann auch seinem ersten Powerplay-Treffer in dieser Saison. Ja, lassen wir wieder hier gut die Scheibe laufen. Oh, schöner Pass von Laschi.
Stark gespielt. Jesuska! Wow! Da ist er, der Beser. Mit kompletter Kraft das Ding reingeballert. Ich glaube, wenn die Wasserflasche rechts gewesen wäre, dann wäre sie kaputt gewesen, sag ich dir. Die wäre auf jeden Fall deutlich weiter geflogen. Jesuska, zweiter Saisontreffer. Ja, gerade speziell in den ersten 6 Minuten. Oh, katastrophaler Abspielfehler. Oh, oh, oh. Eiskalt ausgenutzt. 6-4. Gerade reden wir noch von Normi, ne? Ja. Ja, das passiert dem Besten. Ich glaube, der ärgert sich am meisten über das, was er gerade gemacht hat, als alle anderen zusammen. Starker Spielzug. Jawohl, gute Antwort. Starke Antwort, Jungs. Reimen sie den ersten Vorchecker stehen lassen, Scheibe nach außen, Zug zum Tor. Mit der Rückhand rein. Justin Unger, der Torschütze für die Ice Dragons eben. Und ja, postwendend wieder den 3 Tore. Ja, jetzt sind wir wieder zu 5, letzten 10 Sekunden. Zurafler wieder mit dabei. Ah, starker Schläger von Kai. Schade. Auf und der Linie drin gehalten. Dann der das wäre es ja gewesen. Den hätte ich nicht gegönnt. Ja, und damit schlagen die Cougars Hamburg die Herforder Ice Dragons mit 7-4.